Ich beeile mich. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Aha. Der Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ich? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Was oder wer sind Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Nun? Wen interessiert's? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war Gewitter. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodgar gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hungar, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des ersten Kaiserreichs zurückgehen. Kloppt euch! Geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid. Wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Die Widersprecher. Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese 7000 noch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel. Werde ich tun. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. So bin ich. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Yeah! Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Echt mal. Es ist uns stinkender eine Ehre, Dreckspöbel. Euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Mhm. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Gebt mir das Wildschwein. Ja, mein Herr. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Ja. Aber das ist doch gar nicht möglich. Doch. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich will's hoffen. Objekte, Waffen. Was haben wir denn? Axt von Weißlauf bekommen. Oh, dies ist eine Zweihand-Axt. Die macht Schaden 15. Die sieht schon sehr cool aus. Pam, pam, pam.
Aber ich stehe eher auf was anderes. Eher da drauf. Lydia! Ja, ja, hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich kann nur mit einem reden, Leute, ja? Nicht alle auf einmal. Erstmal ist die Schlampe dran und dann kommst du. Wenn du nicht abhaust. Du kommst mit. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Ladebalken. Ah, doch schon. Die meisten Läden sind von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet. Alles klar. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? So, ich möchte hinzufügen, dass ich so weit war. Natürlich war das jetzt eine... Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber sein Laden... Eine abgespackte Version, wie gesagt. Ich hab's das jetzt mal... Ruzzi-Fuzzi durchgemacht. Und... ja... Wenn wir jetzt hier aus der Stadt raus sind. Was? Wo auch immer ich hier bin. Wenn wir jetzt hier aus der Stadt raus sind, so weit waren wir dann auch vor der Aufnahmepause. Ihr da. Wir hier den auch mitnehmen. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Wen? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Alles klar. Sucht uns in Rorikstad auf, wenn ihr sie findet. Gut, gut, dann werden wir uns... Haben wir die Quest jetzt angenommen? Der Weg der Stimme. Begib dich zur Schlesien in höchster Not. Finde die Rotwadrone. Ja, okay. Ich hatte in der letzten Aufnahme das hier als nächsten Questziel. Und das werden wir das auch jetzt... Neu. Nerv mich nicht. Was ist denn für einer? Du kannst bis zu 2 Kinder adoptieren, wenn du ein Haus mit genügend Wohnraum für sie besitzt. Warum sollte ich dieses tun? Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Ja, ist ja gut. So, Schätzchen. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Mit meinem schönen Schnuckelchen reite ich jetzt hier hin. Uah, na toll. Was ist eigentlich mit der Alten? Kommt die jetzt hinterher? Ist ja auch erstmal egal. So, jetzt werden wir noch zum Ödniswandlergrab flitzen. In Zeitlupe. Ach, da ist sie ja. Guten Tag. Huskarl. Dein Meister reitet auf einem Pferd. Klar. Ja, wo geht's? Jetzt müssen wir eben kurz in die Map. Ah ne, Fähigkeiten. Müssen wir auch nochmal eben machen. Die habe ich ja auch nicht gemacht gehabt. Einhändig. Und zwar einmal Gemetzel hatten wir. Und einmal Doppelwirbel. So. Können wir vielleicht noch. Ne, das geht leider nicht. Na, ja, aber ist okay. So, Karte. Wir müssen hier hin.
Bruchzahnhöhle. Markierung setzen. So. Dahin werden wir auch reiten. Auf dem Weg werden wir natürlich alles plätten, was uns irgendwie angreift oder sonst irgendwas. Oder sonst irgendeine Art. Hier Elche und Hehrehe. Da vorne kippt der Drache nochmal um. Sehr schön. Der lebt noch. Sie kommt hinterher? Keine Ahnung. Mir ist egal. Soll dem Geruch folgen. Wir brauchen das Pferd, denn dieses Pferd bringt uns extrem schnell von A nach B. Es hat nämlich ein PS. Kannst du nicht mehr, Süße? Wie gesagt, wir müssen noch gucken. Ich kann ihm leider nicht unter den Schweif gucken, ob Männchen oder Weibchen. Namen lasse ich mir von euch aus der Community geben. Oh, hier lang geht's. Mitten durch die Walachei. Sind wir bald da? Boah, die Hälfte haben wir erst. Krass. Stell dir mal vor, wir müssen das alles zu Fuß laufen, weil in der anderen Aufnahme hatte ich kein Pferd. Da wären wir ja zwei Folgen nur am Latschen. Da hinten ist was. Lager Schlafbaum entdeckt. Das gefällt mir hier gar nicht. Überhaupt nicht. Riesen. Und Mammuts. Ja dann. Auf in den Kampf. Zack, zack. Aua. Stirb. Aua. Au. Oh Mann, oh. Sind die vielleicht etwas zu stark? Sind sie zu stark, bin ich zu schwach. Bitte lass mich nicht wieder von der Burg anfangen. Bei dem Ladebalken fange ich nirgendwo mehr an. Gibt es etwas Neues von unserem Nein. Steinbruch? Nein! Na egal. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? So. Auf aufs Pony. Und dann. Ja, ist ja gut. Geht's ab. Richtung. Irgendwo hin. Da hinten kippt der Drache wieder um. Die zwei Elche begatten sich. Schön, was man so sieht, wenn man rechts und links guckt. Das Pony braucht auch ein bisschen Pause. Was ist das für eine? Was bist denn du für einer? Maik war einmal in der Seelenfalle. Nicht sehr angenehm. Daran solltet ihr ab und zu denken.
Alles klar. Lydia ist auch schon da. Komm schon. So, das war wieder ausgepowert.